Allerdings will ich jetzt nicht mit der gleichen Rüstung und der gleichen Ausrüstung nochmal hingehen. Also mit der gleichen Waffe auch noch. Das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu riskant. Ich meine, wir sind ja auch nicht mit der Mafu-Mofu-Rüstung gleich losgezogen, um den T-Rex nochmal platt zu machen. Also jetzt story-technisch mäßig. Das gleiche gilt jetzt auch für den roten Ketsu. Erstmal gucken, wie viel Daimyo-Zeug ich überhaupt brauche. Blauer Klingenbogen. Gar nichts. Sehr schön. Also muss ich das nicht machen. Doch hier, Daimyo-Bogen. Hermitauer Rückenpanzer und Monsterknochen X. Kriege ich noch alles auf Low Rank. Ist immer schön. Wassereigenschaft. Ja, okay. Dann gehe ich mal schnell Low Rank fahren. Nein, ich glaube, Hermitauer Rückenpanzer ist High Rank. Und Monsterknochen X sowieso. So, kaufen. Wo ist denn das? Die schöne Quest hier. Neckerhut. Daimyo-Versammlung im Dschungel. Heißt, ich brauche keinerlei Heiß- oder Kaltgetränke. Beruhigend. Sehr schön. Bomben habe ich extra abgelegt. Betäubungsmittel. Nee, ich fange die nicht. Schichtung sowieso nicht. Hatte gerade keinen Bogen. Ja, dann müsste das eigentlich alles auch schon reichen. Psychoserum. Nächsten Tag brauche ich alles nicht. Dann lasse ich mir mehr Platz, um die ganzen Items aufzunehmen. Auf geht's! Mehrere Daimyo Hermitauer. Quest vorbereiten. Die Daimyo Versammlung. So. Oh, ich habe einen gefunden! Nein, du rennst mich jetzt nicht um. Ja, so kann man den Angriff auch entkommen. Bleib stehen, wenn ich mit meinem Farbball painten will. Nichts da. Gegen Daimyos komme ich an, das weiß ich. Also meistens jedenfalls. Wenn ich gerade noch ein paar Hermitauer mit dazu renne. Mich! Alter, ich habe nach hinten gedrückt. Mach doch mal was ich sage und nicht das, was du willst. Ich weiß, dass du Satomasen-Fan bist, hast jetzt den letzten 120 Parts bewiesen. Aber ich will nicht, dass du stirbst, Mensch. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Dieses scheiß Hermitauer. So. Und dieser verdammte Angriff, was mir Schaden machen muss. Ich muss da eindeutig aufpassen. Ach, rolle durch, Mensch. Zack, zack, bam, bumm, weg da. Mensch, das muss schneller gehen, Sinu. Der erste müsste jetzt schon tot sein. Und nicht die ersten zwei Schläge schon daneben. Scheißegal, solange er nicht hochspringt. Weg da. Ha. Schon wieder ausgewichen. Er ist wütend. Fuck. Ich war gerade in der Luft. Bin immer weggeflogen. Jetzt kriege ich Schaden. Verdammter Daimyo. Nein. Nicht so schnell, Daimyo. Weg hier, weg hier. Nein. Triffst du mich mit dem Angriff nicht, wenn ich fast tot bin. Und mit dem auf gar keinen Fall. Renne sie nur. Okay. So, eindeutig heilen. Ja, komm schon. Nein, nein, nein. Sehr schön, bleib einfach stehen. Bleib so stehen, mach nichts, mach nichts. Oder das. So, gehen wir mal auf die... Gehen wir nicht auf die Krallen, auch gut. Wie dir beliebt, Daimyo. Ich bin doch... Mensch. Danke, Toni. Habe ich jetzt eindeutig gebraucht, dass du mich nochmal schlägst. Ja, ja. Sehr schön. So viel kann ja nicht mehr haben. Ist ja schon weg. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden der macht, wenn er mich mit dem Hochangriff trifft. Und ich will es auch gar nicht erst wissen. So, Kraftsamen und Panzersamen. So. Ich hoffe mal, dass auch immer nur einer auf der Karte ist. Also mein Erinnerungsvermögen zufolge ja.
Ha, sehr schön. Tod. So wie es sein muss. Tod, Tod und Verderben. Ich will ihn eigentlich noch ausholten, aber ich bitte, der Hermitaur hier lässt mich nicht. Ha, sehr schön, Toni. Hast ihn verwirrt. So, da kommt ein Westbrett angeflogen. Hermitaur Rückenpanzer. Jetzt fehlen uns nur noch zwei für den neuen Bogen. Hermitaur Rückenpanzer. Nur noch einer für den Bogen. Und Hermitaur Rückenpanzer. Sehr schön. Was war das andere Item, was wir gebraucht haben? Da war noch eins ganz unten. Egal. Zack, gewetzt. Die Frage, rein theoretisch müsste doch hier der nächste kommen, aber. Oder dort da hinten? Immerhin hat der hier jetzt auch dort gestartet. Gute Frage. In Menemu und raus bist du. Raus bist du. Ach, scheiß drauf. Schubfalle. Wir werden es ja gleich merken. Jetzt müsste rein theoretisch irgendwo ein Daimyo spawnen. So, Psychoserum. Da oben. Sehr schön. So wie ich es gewusst hatte. Hatte ich doch geahnt, Mensch. So, Schopffalle verbraucht, so wie es sein muss. Komm, ich wusste es, er macht immer das gleiche. Erstmal rückwärts auf einen zulaufen. Mit Farbball kann man das schöne Laufen unterbrechen. So, der kommt nicht mehr hoch. Auch gut. Vielleicht wechselt er ja das Gebiet. Nee, da ist er. Der kriegt sich wieder ein. Lauf, Sino, lauf. Alter, ganz ruhig, Daimyo. Ich habe dir noch nichts getan. Und das wird aber nicht so bleiben. Also, und diese Massenvernichtungsquests haben einen entscheidenden Unterschied zum Marathon bzw. epischen Jagdquests. Man bekommt keine Megatränke. Habt ihr jetzt ja schon bemerkt, ich habe ja Sachen rausbekommen. Entscheidender Nachteil für den Jäger. Er kann tausende von denen töten. Ja, die Zeit ein bisschen. Solange er sich nicht allzu viel heilen muss. Bei den epischen Jagdquests bekommt er jetzt noch Nachschub, bei denen hier nicht. Ich würde aber trotzdem die hier als etwas leichter einschätzen, damit immer das gleiche Motiv liegen muss. Wenn dieses einfach ist, dann kann man die Quest nun mal leichter beenden. Also kann man sich auf das Monster einstellen und auch eine bestimmte Waffenart benutzen, mit der man halt irgendwo umgehen kann. Und die Schwächen des Monsters wechseln sich von Monster zu Monster. Auch sehr erleichternd. Oh, erleichternd. Ah, schön. Nein, du triffst mich damit nicht. Oh, ich habe keine Schallbomben mit. So eine Kacke. Ah. Also, wenn er in diesem Modus ist, kann man genial Schallbomben einsetzen. Der fliegt dann um. Ah, oh, hätte ich jetzt so genial machen können. Scheiße. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo man Kreischer und... Nein. Fuck. Alter, ich war noch weg. Was willst du? Was ist da los? Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, so, noch geheilt. Sehr gut. Stopp, du Drecksding. So, sie dich braucht keiner. Und ich glaube, dass die Monster hier auch etwas schwächer sind, weil es ja mehrere sind. Kann man auch super zum Heilen benutzen, diese Phase. Muss man ja den Arm wieder vollkriegen. So, ich versuche mal eine Kralle kaputt zu machen in der kurzen Zeit hier. Und kriege ich eine wenigstens? Nee. Dann stellst du dunkel, das heißt, er ist bald wieder tot. Ich hab's gewusst. Jetzt ist eine Falle drin. Oh, fuck. Ich glaube, der hat jetzt eh die Falle kaputt gemacht. Der wird direkt da runter rausgekommen sein und putsch, putsch, weg. Höchstwahrscheinlich. Nein, ist er nicht. Komm her. Krieg ich wenigstens keinen Schaden. Nein, du greifst mich jetzt nicht an. So, jetzt könnte ich ihn super fangen, aber ich... Vorrat geliefert, genau. Jetzt...
Ich habe eine Kralle kaputt gemacht. Sehr schön. Jetzt nach den Zweien wird immer der Vorrat geliefert. Also wenn die Mindestanzahl geschafft ist, da kommt dann der Tatzenpass mit. Mit dem man dann halt eben auch wieder nach Hause kann. Also nach Hause zurück ins Dorf. Aber wir gehen jetzt noch nicht zurück ins Dorf. Wir machen noch circa 41 Minuten weitere Daimyos. Ja, ich fahre mal wieder im Let's Play. Aber das wollte ich ja grundsätzlich eigentlich eh machen, bis mir dann aufgefallen ist, dass das 1-2 Parts mehr werden könnten als gedacht. Und wenn dann sowas kommt, ey, der ist noch Part 5, der ist Part 50 und kämpft immer noch gegen Jan Kutku. Ja, Mensch, wenn ich die Sachen nun mal brauche. Ja, ich glaube, das hat nämlich da mal jemand hingeschrieben, war ich noch beim Jan Kutku gerade wieder farmen. Und ja, tja. Genau, da frage ich euch einfach nochmal, wie findet ihr das eigentlich? Sollte ich mehr farmen, als ich eigentlich gesagt hätte? Also, ich mache jetzt gerade wieder Farmen. Ich glaube, ich mache es dann doch so. Also die Trinken, die man auf jeden Fall machen muss, zeige ich logischerweise, wie auch gesagt, Doppelquest und immer dann, wenn ein neues Monster kommt. Aber soll ich mal ab und zu noch so ein paar Farmquests zeigen? Also, so wie die hier jetzt, dass ich da mehr mache als geplant. Auch wenn ich da teilweise keinen Redestoff habe. Oh, ich brauche Stoff. Nein, oh, fuck. Ich habe es zu spät bemerkt, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich wusste nicht, dass er Angriff macht. Das kommt raus, sehr schön. Oder sollte ich... Noob down. Oder sollte ich das hier eher lassen und dann sowas in meiner Freizeit machen, in der ich mal nicht aufnehme. Nochmal umgefallen. Bam. Wenn es so weitergeht, wird es ein leichtes. Es geht nicht so weiter. Ich sehe es schon, komm. Nein. Oh, fast wäre ich gemolzt. Ich hab keine Ausdauer mehr. Fuck. So, sehr schön. Ich müsste nur noch einmal umfallen. Ich könnte ja auch sehr schön die Krallen fahren mit Langschwert. Einfach nur immer so, wenn er sich dreht, gerade raufhauen. Sehr schön die Ansrichtung. Tut mir leid, Toni, aber ich konnte mich jetzt mal freuen. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Victor, geh mir aus dem Weg, Daimyo. Ich muss zu meinem Ziel. Ich muss mein Opfer finden. Wer hat diese Windstöße so groß gemacht? Wer kam auf diese Idee, dass es so meterweit geht? Wohin geht er? Wohin? Sagt mir. Nein. Das war klar. Aber ich bin noch weggekommen. Sehr schön. Nein, du rennst mich nicht noch einmal um. Fahr in eine andere Richtung. Und wieder auf die altgewohnten Beine. So geil. Wie der andauernd wieder umfällt. Und jetzt müsste eigentlich gleich besiegt sein nach Induktion. Also Beobachtung und daraus Schüsse folgern. Zweimal, also einmal Schärfe runter und dann besiegt. So war es bis jetzt zumindest immer. Er gräbt sich ein. Es könnte sein, dass es wieder stimmt. Ja. Gut. Also, ihr könnt euch merken, wenn ihr so spielt wie ich mit der gleichen Ausrüstung und den gleichen Effekten der gleichen Waffe, dann sobald ihr einmal schärfen müsst, ist er fast besiegt. Das heißt, ich kann maximal noch 17 Gegner besiegen. Okay. Ich hatte gehofft, dass er jetzt beim Backslash besiegt ist. Fuck. Ich will jetzt nicht gegen den sterben. Zack, bam, Alter. 3-0 für mich.
So wie es sein muss, da finden wir die Mod. Toll. Ah, na okay. Noch ein Hermitauer Rückenpanzer. Wenn ich damit fertig bin, das habe ich nur ein Stück davon. Ich will nie wieder über Hermitauer Rückenpanzer Gedanken machen. Beruhigend das Gefühl. Westpot. Ein Stich, ein Paralyse oder wie. Na komm. Das heißt, ich brauche dann nachher, wenn es beim nächsten, wenn ich die Schärfe runter habe, ist dann noch nicht ganz besiegt, okay. Weil ich habe jetzt noch mal ein paar Schläge gegen andere Sachen gelandet. Was kann man denn hier Schönes finden? Da hinten ist, glaube ich, was mit Pfefferschoten oder so. Pfefferschoten! Ha, ich hab's gewusst. Und eine Kutku-Schuppe. Logo. Hätten wir wenigstens bei High Rank eine Kutku-Schuppe Plus geben können. Ist er jetzt dreimal zusammengezuckt, weil ich draufgeschlagen habe? Also im Sinne von, er hat mich dreimal hintereinander bemerkt. Wäre eine schöne Zeitverzögerung gewesen. Okay, ich sollte immer aufs gleiche Bein gehen. Hat vorhin auch super funktioniert. Oh nein. Oh, jetzt ist meine Richtung gesprungen. Ey, nur wegen deinem verdammten Bein bin ich nicht weitergekommen. Wobei eigentlich sollte ich mich über die Beine freuen. Die sind so leicht umzuhauen. Dachte ich komme so weg. So, ich will ja nicht sterben, also Trank nehmen. Zack, bumm, tot. Okay, ich habe weniger Schaden bekommen, das heißt, hat sich schon mal gelohnt. Natürlich, meine Lernleiste ist wieder unten. Nein, wieso springst du auch zu mir? Oh, verdammter Schatten. So, Megatrank. Megatrank. Aber schön, wie der mir immer wieder Zeit lässt, dass ich mich erstmal heilen kann. Ein richtiger Kavalier. Ha, bin gemäut. Langsam kriege ich es wieder bei dem hin. Zack, zack, boom. Weg da. Sehr schön. Das war echt doof. Also nicht nur bescheuert, sondern wirklich grotten doof. Ah, sehr schön. Lal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 
Und das schöne Wölkchen ist weg. Vom Leckermäulchen. So, Hermitaur-Rückenpanzer. Alter, kann der hier überhaupt noch irgendwas anderes droppen außer Hermitaur-Rückenpanzer? Ein Hermitaur-Panzer zum Beispiel. Aber ich meine, was auch High Rank ist. Scheinbar nicht.